Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft PvP. Wir spielen heute mal wieder Master Builders auf dem Mineplex-Server. Nicht auf Gomme, heute mal wieder auf einem anderen Server. Ja, das heutige Thema Ocean. Ja, Meer oder Ozean, besser gesagt. Ich habe eigentlich jetzt gar kein bestimmtes Thema. Ich habe einfach die Aufnahme mal gestartet. Vielleicht könnte man das Ganze ja mit ein paar Fischen auskleiden, weil da gibt es ja Fische. Ne, warte mal. Fische? Ach nee, warte mal. Spawn. Na hier, erschaffe Silberfische. Nee. Ich wollte, erschaffe einen Tintenfisch. Guck mal, warum erstellt man nicht mal so einen Tintenfisch? Warte. You can only build in your designated area. Ja, ist doch hier, oder ist das zu tief? Ach so, das ist nicht tief genug für den... das ist nicht tief genug für den Tintenfisch. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ja, mach doch den Tintenfisch da rein. Nee, aber dann... Es ist echt schwer zu bauen. Also, das wäre schon bei einem Ozean, um ehrlich zu sein. Oder kann man das mal ein bisschen anders machen? Ozean, das ist echt schwer zu machen. So, wir machen mal Stein und dann bauen wir einfach mal ein kleines Aquarium und stellen da so den Ozean nach. Mit Andesit und gar nicht schlecht. Mal gucken, wie das so aussieht. Da kann ich da nämlich auch einen Tintenfisch reinmachen. Soll ja auch gar nicht so gut werden. Weißt du, ich will ja nicht wieder die Runde gewinnen. Nicht, dass die anderen wieder sagen, hast PvP so gut und hast du nicht gesehen. Genau, so, hier kann man doch fliegen bestimmt. Das kann man auch im Livestream machen. Sowas, des Öfteren, habe ich auch schon gemacht. Also, ihr kennt das ja. Aber ich kann es nach wie vor nicht. Also, bauen, das ist immer so eine Sache. Ich bringe Master Builders gerne, gar keine Frage. Ihr wollt das gerne sehen, deswegen bringe ich das auch, gar kein Problem. Aber mit dem Bauen habe ich es nicht so. Aber ich finde das trotzdem immer wieder sehr überraschend, muss ich sagen, dass meine Bauwerke trotzdem nicht letzter sind. Also, ich habe viele Runden, wo ich echt mega scheiße baue und ich dann trotzdem so immer unter die ersten 5 gewotet werde mit meinen Sachen. Also, das überrascht mich. Nee, hier lasse ich mal frei. Moment, ich mache mal einen künstlichen Ozean und ich lasse hier in der Mitte mal frei. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen ranhalten, ne? Ich habe nur noch 2 Minuten. Nehmen wir so eine Scheiße hier. Wasser, ganz viel Wassereimer. Oder kann ich den Wassereimer mehrmals benutzen? Ach, guck mal, ich kann den sogar mehrmals benutzen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich brauche ja nur hier oben einmal kurz rum, dass sich das Wasser hier verteilt in der Mitte und nicht an der Seite rausfließt. Mal Glas. Oh, jetzt muss ich aber ranhalten. Komm, 2 Minuten noch. Das könnte klappen. So ein künstlicher Ozean hat doch was, weil ich wüsste sonst wirklich nicht, wie man den normal darstellen sollte. Da ist schon wieder gar kein Begriff. Ey, Ozean, habe ich gedacht, ist schön leicht. Du kannst einen schönen Sonnenuntergang machen, aber das ist ja dann auch kein Ozean mehr. So, zack, einmal mal hier zu. Und ich schreibe dann halt einfach irgendwie künstlicher Ozean oder... Was heißt denn künstlicher auf Englisch? Silicon wegen Silikon? Nee, das ist ja Silikon, hä? Der denkt wieder nur an das eine, weißt du? Immer nur an Silikon und Brüste und ja. Invite me, Legend. Nee. So, hier in der Mitte muss noch ein bisschen Wasser hin, bitte. Wasser. Aber warum kann man hier in der Mitte kein Wasser auffüllen? Könnt ihr mir das sagen, warum ich hier kein Wasser auffüllen kann? Ich gehe hier nochmal rum. Na komm, aber ich verstehe das nicht. Bestimmt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Ich bin der größte Minecraft-Experte. Ich wundere mich, warum ich hier kein Wasser reinsetzen kann. 16 Sekunden noch. Schild. Das ist, warte mal, mach doch. Das ist künstlich. Hör mal. Geil, ma. Die meisten Engländer werden gar nicht verstehen, was das ist. Na gut, mal gucken. Also, das ist ein Ozean und... Ah, okay. Mhm. Der ejakulierende Penis, natürlich. Mal Eis ablegen. Sowas müsste sofort gebannt werden, sofort gesperrt werden. Aber wahrscheinlich lande ich wieder hinter so einem Idioten. Weil es genug Idioten gibt, die dafür... Schau mal, das bleibt sogar stehen. Das bleibt sogar stehen. Das müsst ihr euch mal geben. Ja, sowas hätte man natürlich auch machen können. Das ist so eine Art... Was ist das? Send help. Ach, das sollen Wolken, so Rauchwolken sein. Ja, komm, wir machen mal it's okay. Wir wollen ja schon mal fair bleiben. So hatte ich das am Anfang eigentlich auch gedacht. Und dann hätte ich doch einfach nur ein Boot bauen müssen. Oh ja. Hm, was steht denn auf dem Schild hier drauf? Das ist künstlich, hör mal. Ja, ganz klar, wow, everything is awesome. Ganz klar. You cannot vote for you. Aber das wird wieder zerstört und der... Penis darf natürlich im Meer liegen bleiben, ist klar. Ja gut, dann mache ich jetzt ab sofort auch bei jedem My Ice Up Bleeding. Also das geht nicht, ganz ehrlich. Ich versuche hier fair zu bleiben. Ach, das sollen Wellen hier quasi sein. Naja, My Ice Up Bleeding. Da bin ich jetzt mal rotzfrech und da bin ich auch zu allem ein bisschen, wie sagt man, stur. So, was soll das sein? Guck mal, der hat einfach nur... Ne, das hätte ich am Anfang auch gedacht. Aber das bleibt auch wieder stehen.
Guck mal, das hat doch nichts. Das hat nichts mit Ozean zu tun. Da ist nicht mal irgendwie was drin. Der hätte ja mal hier einen Tintenfisch oder so einmachen können. Gut. Gut, dass das auch gefälscht wurde. Also dann wäre ich auf die Barrikaden gegangen. Was ist das hier? Soll das auch einen Penis darstellen oder ein Schiff oder was soll das denn sein? Gewitter. Mal immer mal Ice Bleeding, ey. Ganz ehrlich. Sehe ich gar nicht ein, ey. Dass meins hier weggefiltert wird, aber der Penis im Wasser darf stehen bleiben, oder was? Der stehende Penis. Ah, guck mal, das ist auch gefiltert. Na, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wer hier am meisten gefiltert hat. Natürlich ich. Ey, das ist so unlogisch. Wer hat denn gewonnen? Damir Taras, okay. War bestimmt gerechtfertigt. Na, wir machen aber noch eine Runde. Aber ich fand das gerade richtig scheiße, weißt du? Der darf einfach stehen bleiben. Der Penis im Meer. Der liegende Penis im Meer. Weißt du, aber mein künstlicher Ozean wird natürlich gefälscht. Zweite Runde. Leichteres Thema. Christmas. Da kann man natürlich jetzt ein bisschen mehr draus machen. Ich würde erstmal sagen, wir verwandeln das Ganze mal hier in Schnee. Aber Schnee gibt's gar nicht. Dann lassen wir das so. Dann bauen wir jetzt einen großen Weihnachtsbaum. Meine Weihnachtsbäume, ey, die sehen immer aus wie Scheiße. Egal, wir machen das einfach mal so. Und dann baue ich einfach in Dreieckform runter. Irgendwie wird das schon klappen. Naja, ich guck mal. Was nimmt man denn da am besten? Fichtenlaub, ne? Fichtennadeln. Natürlich ganz klar. Und dann kann man ja so kleine Weihnachtskugeln dranhängen. Gibt's das schon? Gibt's das schon, dass man kleine Weihnachtskugeln dran machen könnte? Also hier mache ich es. Hier unten mache ich es dann ein bisschen dichter. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Ach, ich verbaue mich schon wieder. Ihr seht das, ey. Man hat 20.000 Ideen, die man machen könnte. Und man hat so wenig Zeit, dass. Nervt mich auch so ein bisschen bei dem Spiel. Ein paar Geschenke hinstellen. So, zack, zack. Müssen ja nicht so groß sein. Ich meine, für die Kinder, die waren eh unartig. Da gibt es nicht so viel dieses Jahr, ne? Ist klar. Liebe Kinder, wenn ihr unartig seid, gibt es nicht so viel Minecraft-Geschenke. So, dann wollte ich das so machen. Dass das quasi hier die Wolle oder beziehungsweise das Geschenkband darstellen soll. So, einmal so. Und einmal so. Guck mal, das sieht doch schön aus, oder? Ich finde, Geschenke verpacken kann ich gut. So, jetzt gibt es noch ein rotes Geschenk. Da ist dann Fortnite drinne. Oder auch nicht. Ist zwar Fortnite vorne drauf, aber in Wirklichkeit ist da PlayerUnknown's Battlegrounds drinne. Damit die Kinder auch mal richtige Spiele spielen, weißt du? Also wenn schon, denn schon. So, zack, zack. Hier, das kriegt ein grünes Geschenkband. Oben drauf. Das geht hier einmal. Das geht einmal komplett rum. Dann machen wir noch ein gelbes Geschenk. Das ist doch super. Das ist doch wirklich mein Thema. Weihnachten ist ja auch bald wieder. Muss man sich mal schon Gedanken machen, ne? Den ganzen Kaufhäusern stehen schon Lebkuchen und so weiter rum, habe ich schon gehört. Alter Vater, da fällt dir nichts mehr zu ein. Im September schon Lebkuchen. Nein, Schnee. Scheiße, ich wollte noch Schnee machen. Ich wollte noch nach Schnee gucken, aber ich habe es nicht geschafft. So, aber meins darf nicht gefälscht werden. Wirklich nicht. Also wirklich nicht. Ah, so einen Stern habe ich gesucht da oben. So einen Stern habe ich gesucht. Das ist, ja, it's okay. Will ich mal nicht so sein. Das sind, glaube ich, hier die Geschenke oder die runtergefallenen Baumkugeln. Merci, let's. Okay. Mm. Oh ja, das war auch eine schöne Idee. Das ist auch schön, wirklich. Mit den Goldbarren als goldene Weihnachtskugeln. Und die Geschenke natürlich unter dem Baum. Bei mir stehen sie vor dem Baum, aber Hauptsache Geschenke. Ich glaube, da sehe ich auch nicht ganz so schlecht aus. Hoffe ich einfach, dass die Leute ein bisschen genetisch sind. Guck mal, das ist meins hier. Das ist doch wirklich schön. Bisschen Schnee. Also ich würde gut geben. Oder auch it's okay. Also wenn ich nicht wüsste, dass das meins ist, dann würde ich auch ein it's okay geben. Bitte nicht gefälscht. Jawohl. Gut, also kann schon mal nicht so schlecht gewesen sein. Machen wir was nächste. Oha, oh, 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 der wohnt in Mammutshausen oder was? Ah, so hätte man das natürlich auch machen können. Mann, ich bin so dumm. Ja, das ist ein Gut. Komm. Für den Stern da oben gibt es ein Gut, weil ich so dumm war. Ich bin auch so dumm, weißt du? Das ist so einfach. Es ist einfach so einfach. Und ich denke einfach immer zu kompliziert und nicht einfach. Okay, ja, hier hat die Landschaft noch nie Schnee gesehen. Hm, sieht auch nicht wirklich weihnachtlich aus. Muss ich sagen. Also weder Geschenke. Hier hängen ein paar Christbaumkugeln. Aber ansonsten, ja, Fälscher. Ich habe nur gesagt, normalerweise müsste man das fälschern, aber okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ist hier irgendwas? Ah ne, das ist wahrscheinlich ein verschneiter Baum. Ist ganz okay. Ja, it's okay. Hat aber auch leider keine Spitze. Was das hier sein soll? Wahrscheinlich auch so ein paar
Deko-Sachen. Mr. Carrot. Mr. Karotte. Waren das jetzt nicht schon alle? Ach, nee. Ach, der hat wieder irgendwas stehen. Weiß ich nicht, was da steht. Oh no. Ich weiß auch nicht, was da gerade stand. Ich wusste auch nicht, ob es von links nach rechts oder von rechts nach links ging. Oh, das ist auch schön. Vom großen Kamin, da gibt es ein Gut für, weil das ist ein riesengroßer Aufwand, glaube ich, das hinzubauen. Und die Idee erstmal darauf zu kommen, das ist wirklich schön. Sich vor einem warmen Kamin gemütlich machen. Geschenke, Weihnachtsbaum, die Zeit wird wieder kommen. Die schöne Zeit. Ja. Ein Gefäß unten, wo er die mit der braunen Wolle die Erde nachstellt. Oder beziehungsweise halt, dass der Baum irgendwo drin steht. Das ist auch okay. Da kann man auch mal ein It's okay geben. Es wird spannend. Rennwagen. Also ich glaube nicht, dass ich Letzter bin. Letzter bin ich eh nicht, weil es gab schon einen Failure. Davon mal abgesehen. Na komm. Zweiter, Dritter, Vierter, Erster sogar. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich Erster bin. Wie viel da war ich denn? Ja, so im unteren Mittelfeld. Zwugel. Ich konnte mir das leider nicht mehr merken, aber ich werde vielleicht, wenn ich es hinkriege, einen Screenshot einblenden von den jeweiligen Bildern, die gewonnen haben. Was war das denn? So, dann würde ich sagen, war das auch eine recht durchschnittliche Runde von Master Builders? Es ist halt Master Builders. Und ich kann leider nicht bauen, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, eine Bewertung und ein Abo, wenn ihr mehr Minecraft PvP sehen wollt. Master Builders, Skywars kommt jetzt auch mal wieder demnächst, Bed Wars, Mario Party und die anderen Spielmodi, die ihr sonst auf meinem Kanal schon mal gesehen habt. Also ihr kennt das, ne? Macht's gut und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.